Ja, endlich, liebe Freunde, herzlich fucking willkommen zurück. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich hier durchgemacht habe. Oh mein Gott, ich musste alles von vorne spielen. Oh meine Güte, ich bin ja fast irre geworden. Und ja, dann ist mir nochmal was aufgefallen. Wo waren das jetzt? Hier. Guck mal, wir haben ja die SMS von der Mutter gekriegt, da. Guck mal hier. 8.5., 8.5., 22.46 Uhr, 23.47 Uhr und 22.48 Uhr. Da ist ein Zahlendreher drin. Ist mir jetzt, ja, ich weiß, es ist unwichtig, aber es ist mir gerade halt aufgefallen. Und dann habe ich so gedacht, das ist, wann essen die denn bitte zu Abend? Wann essen die denn bitte zu Abend? Und ich hoffe, bei Gott, ich habe nichts vergessen. Ich habe definitiv in der ersten Episode, ich habe die jetzt einfach nur durchgeballert. Das war mir jetzt echt zu so doof, aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Und habe jetzt hier, da fehlt mir das noch. Und ja, da habe ich eins übersehen irgendwie von den Graffitis. Und ich weiß auch wo. Da weiß ich auch wo. Das kann ich aber alles nachholen, das ist kein Problem. Und ich glaube, dabei sollte dann der Spielstand nicht wieder einfach frech gelöscht werden. Let's see what Rose has next for me. Ich war sauer, ich war traurig. Und das alles nur, weil ich die erste Folge neu aufnehmen musste, weil die halt total metallisch klang. Das war scheiße. Yes, Chloe? Plates, check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? Ruf doch einfach rüber, ey. I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Warum ruft sie nicht rüber? Darling, was möchtest du denn trinken? Und ich finde es so gruselig, weil die Augen von Rachel und Chloe sind super süß animiert und auch die von Chloes Mama. Aber hier bei denen halt überhaupt nicht. Ist euch das mal aufgefallen? Gerade bei ihm jetzt her ist mir das halt nochmal aufgefallen. Oh mein Gott, wenn ich die Statue da sehe, ne? Davon ab, dass die da halb nackt ist. Aber irgendwie hat die mich gerade an The Evil Within erinnert. Jetzt achtet mal drauf. Die Augen jetzt. Something else? Seine Augen bewegen sich halt selbst nicht viel. So die Augenlider ja, aber der Rest halt nicht. What's Finde your ich vice, gruselig. Mr. Amber? Oh, Chloe. I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. Sherry, One, sherry lady. two, three, sherry. Chloe. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. Nein. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Ach komm. Hard to say. Maybe she's rebelling against something or someone. What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Tja, das ist meistens ja das Yet Problem. I'm not sure I buy the narrative you laid out this morning in the principal's office. Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Weißt du was? Thanks. Du bist ein A-A-A Loch. Duty calls. Naja. Du bist der letzte Dreck, ehrlich. Ich hasse dich. So, Frau ohne extrem animierte Augen. Yes, Chloe? Obwohl sie hat so ein leichtes Schimmern drinnen, ne? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it.
Finde ich jetzt nicht so schön hier. Aber ich bin so froh, dass ich endlich weiterspielen kann. Ich hatte keine Lust mehr, das alles wieder zu wiederholen. Hudo, hudo. Glasses. Damn. The embers are fancy as shit. Komm, auch du, greif zu. Schmeiß alles runter. What's the triangle shape one? Basic shapes. Now you're speaking my language. Oh nein, da sind jetzt Fingerabdrücke drauf, Mädchen. Das kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht machen, Mädchen. Da? Natürlich. Auf den Teller oder daneben? Ah! Am Arsch abgeschmiert? Nein. Oh, Safe Point, Safe Point. So, Mutti. Ich habe keinen Bock, deinen ganzen Scheiß zu erledigen. Ey, du stehst da und rührst einfach monoton deinen ollen Top da. Also, es ist ja Milk. Low Fat. Natürlich Low Fat. Ja. Oh, Mutti, Mutti. Yes, Chloe? Mehr. What else? Feel like I'm getting good at this. Ich glaube nicht. One last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. Kann ich nicht die braune Suppe da rühren? Graue Kotzbrocken. Drei Personen, fünf Stücke Fleisch. Also ich finde die Küche schon ziemlich geil. Gut, das, ja, die Farbe jetzt ist nicht meins, aber ansonsten finde ich es echt geil. Und nur frisches Obst. Und Chinakohl. Wir haben hier Chinakohl. Ja, nice. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz hübsch so. Ach so, ja, die Kerzen sollte ich anzünden. Ich bin hier, also... Ich habe Hunger. Sorry! Tüchtig. Alles? Warum essen die denn so spät? So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's... Really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Oops. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Yeah, that's super true.
And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Oh. Ich glaube, das wird hier gleich knallen. Ich habe jetzt versucht, das Übel abzuwenden. Es war eigentlich klar, dass es hier jetzt abgeht. Ich glaube, das wird hier jetzt mega eskalieren. Ich versuche es jetzt nochmal mit ablenken, aber ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen, dass es hier gleich explodiert. Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another fork? Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is a that? A delinquent. A broken girl from a broken home. Arschloch. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Oh, oh. Nein, 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 nein. Rachel? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Rachel? Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for one fucking minute! Can't you just be my dad? Oh Gott, ey. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Was? Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Lucky one.
Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing love. Errungenschaft freigeschaltet. Oh Wunder. Also, ich habe hier echt mit den Tränen gekämpft, wobei ich eigentlich noch ein bisschen aufgebracht war, weil ich alles nochmal komplett durchspielen musste. Boah. Ich wäre niemals, niemals drauf gekommen, dass es die Mutter ist. Niemals. Obwohl ich so oft gedacht habe, warum hat Rachel halt blonde Haare, wenn die Mutter auch so dunkel ist oder wenn die Eltern dunkle Haare haben? Habe ich nicht verstanden. Habe ich gedacht, naja gut, okay, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Verdammte Scheiße. Und, oh, Alter, echt nie. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich bin... Oh, meine Güte. Ich muss überlegen, ich war so nah dran, diese zweite Episode durchzuspielen. Ne? Ich denke, nee. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Warum? Warum? Das war jetzt eine Aufnahme. Oh mein Gott. Eine Aufnahme, ehrlich jetzt, ne? Und... Alles nur, weil mir die erste Folge davon nochmal gefehlt hat. Ich kriege einen Anfall. Und trotzdem sorgt dieses fucking geile Spiel dafür, dass es mich jedes Mal wieder so in den Bann reißt. Und ich weiß, dass es auch anderen Leuten so geht. Nicht wahr, Lisa? Nicht wahr, Stan? Es ist doch irre, oder? Was ist das? Das ist so gut gemacht und Life is Strange selbst hat mich schon völlig kaputt gemacht. Du kannst dich einfach so gut da hineinversetzen, dass du so mitfühlst und du fühlst richtig die Probleme und du, also weiß ich nicht, diese ganze Emotionstyp, ich sitze ja auch immer, ich kriege immer Gänsehaut und es ist auch nochmal was völlig anderes, was wirklich völlig anderes, wenn du es selber spielst. Ehrlich. Erstmal hast du die Kopfhörer auf dem Kopf, du hast kein anderes Gesabbel zwischen, so wie meins. Und es ist ein ganz anderes Gefühl. Aber es ist krass, Leute, ehrlich, kauft euch das. Unterstützt die, wirklich, unterstützt die. Und Unity ist sowieso ein mega geiles Programm, also es ist ganz toll. Die Geschichten, also die Storyline und das ist alles so gut, verdammte Kacke. Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Oh Gott. Wenn ich mich beruhigt habe und Lust habe, werde ich in der ersten Episode nochmal die ganzen Graffiti sammeln. Und da fehlen mir ja auch noch welche jetzt in der zweiten Episode. Das waren es 3 Stück oder so. Müsste man mal gucken. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt alle freischalten kann. Weil du kannst ja verschiedene Wege gehen. Das ist es ja, ne? Also wenn du dich jetzt so entscheidest, gehst du den Weg. Wenn du dich dann anders entscheidest, gehst du halt den Weg. Das ist halt das Geile jetzt an Life is Strange allgemein jetzt, ne? Auch jetzt an Before the Storm. Wofür du dich entscheidest, halt die Konsequenz draus zieht. Und darunter halt auch, denke ich mir, die Graffitis. Hammer. Habt ihr super gemacht, ehrlich. Und ich find's toll, dass es nicht, also dass es keine deutsche Synchro gibt, sondern dass es wirklich die Original-Synchro ist. Und selbst ohne Untertitel, du kannst es total gut verstehen, was die da erzählen.
Also es ist jetzt nicht so kompliziert ausgesprochen oder so. Da, also auch Hut ab an die Synchronisierer da, an die Synchronsprecher von den ganzen Leuten da. Es ist toll. Und was ich nochmal erwähnen möchte, ist, dass mit Nathan Prescott, da siehst du halt auch nochmal, dass er echt eine arme Wurst war und dass er eigentlich, weil er nicht mehr gequält werden wollte, dass er halt, ja, zum Arsch mutiert ist. Was wir dann ja natürlich in Life is Strange selbst sehen können, konnten. Tja, Gewalt erzeugt Gegengewalt, wie man so sagt, oder? Das ist schon, ja. Das ist ihre Mutter, ich kann es nicht fassen. Aber warum ist er denn mit... Warum lebt er denn mit dieser Frau unter einem Dach? Ich verstehe das nicht. Ich will jetzt... Warum muss ich jetzt wieder auf die dritte Episode warten? Oh. Nee. Ich hasse Warten. Und das Schlimmste ist, das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist ja eher, dass wir wissen, dass Rachel stirbt. Und deswegen finde ich das nur umso schlimmer, diese Geschichte zu durchleben, weil du im Hinterkopf weißt, was passiert. Was mich aber noch interessiert ist, wir wissen ja natürlich aber auch, dass sie mit Frank anbändelt. Frank und Pompidou, dem Muschelpopo. Und ich will wissen, wie die zueinander finden. Bestimmt über Chloe. Und ich glaube, da wird es dann auch nochmal ganz dramatisch werden, weil Chloe liebt Rachel ja. Und wir wissen aber auch, dass Frank später Rachel liebt. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nochmal ein riesengroßes Drama geben. Ich weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Woher auch. Ich will es jetzt sofort wissen. Das macht mich völlig fertig. Und ich möchte mich auf jeden Fall für euer Verständnis bedanken, dass ihr so Nachsicht mit mir habt. Oh Gott, dass ich da teilweise vielleicht ein bisschen genervt war, weil ich halt, wie gesagt, erste Folge nochmal aufnehmen wollte und das halt einfach alles weg war und alles nochmal durchspielen musste. Auch dass wir jetzt in der ersten Episode jetzt keine Graffitis haben. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal runterkommen und ich muss dann auch wirklich die Lust haben, die ganzen Graffitis zu sammeln. Ich bin ein Sammler, Jäger und Sammler, aber eher immer in unterschiedlichen Spielen. Und wenn du alles tausendmal durchmachen musstest, durchspielen musstest, da hast du dann nachher auch nicht mehr viel Lust. Deswegen, falls ich es nicht sofort mache und vielleicht bis zur dritten Episode warte oder was auch immer, dann seid mir da bitte nicht böse. Ich saß hier echt und hab fast geheult, echt. Ich war völlig überwältigt. Ich kriegte so Gänsehaut, ey. Mir kamen die Tränen, ey. Ich denke, nein, du darfst jetzt nicht heulen. Oh, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir in dieser Episode doch noch erfahren, dass es die Mutter ist. Das hat mich echt irre gemacht. Wahnsinn. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, special thanks to the Life is Strange team. Deck 9. Square Enix. Square Enix ist sowieso geil. Die ganzen, oh, was sie alle schon gemacht haben, richtig geil. Und jetzt dürften wir eigentlich nochmal reingucken können, wofür wir uns entschieden haben, wofür sich andere entschieden haben. Okay, guck mal hier. Schöne neue Welt. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen. Ja, das haben wir hier am Anfang gemacht.
Echt? Du hast deine Taschen auf Davids Nachdruck geleert, das habe ich jetzt nicht gemacht. Du hast Damon das Geld gegeben? Ja, habe ich auch gemacht. Oh, du bist bei Mikey geblieben. Ah, krass. Ja, das kann man sehen, wie man will, ne? Also entweder kriegen die alle auf die Schnauze. Hier, guck mal. Du hast Rachel nach einem Kuss gefragt, haben 75% gemacht. Das war mir so klar. Du hast Rachel gefragt, sich ein Tattoo zu machen. Okay, 12%. Du fragtest Rachel, dir dein Armband zu geben. 13%. Genau das wollte ich nämlich nicht, weil wir ja wissen, dass Frank später das Armband von Rachel hat. Weswegen Chloe so ausrastet. Ja. Kuss ist, ja, doch. Ich glaube, das war das Richtige. Hey, komm, das wollten wir doch alle sehen, oder? Oh, jetzt geht's weiter. Vorschau, Vorschau, Vorschau. Puh, Chloes Geschichte geht in der nächsten Episode weiter. Kaufe jetzt weitere Episoden. Du bekommst von Life is Strange nicht genug? Niemals. Niemals. Ja, ich sag auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode, liebe Freunde. Bis dann.